Wie reagieren die Aktienmärkte auf die heutigen US-Arbeitsmarktdaten? Sind gute Daten gut, schlechte Daten schlecht oder genau andersrum, schlechte Daten gut, weil dann die Zinsen schneller sinken, oder sind gute Daten schlecht, weil die Zinsen dann eben nicht so schnell sinken vielleicht? All das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Wir haben gestern ja die JOLTS gesehen, die miserabel waren, dann die Aktienmärkte erstmal nach unten, dann kamen die Erstanträge, besser, Aktienmärkte nach oben. Also wahrscheinlich, so sieht es aus, haben die Märkte eine Tendenz, bessere Daten gut zu finden. Good news is good news, bad news is bad news. Das scheint ein bisschen die ganze Geschichte zu überlagern. Wir sehen schon heute Morgen die Märkte ziemlich nervös. Wir haben beim S&P 500 eine wichtige Unterstützungsmarke erstmal durchbrochen. Wir sehen Dollarschwäche, heißt also, dass viele offenkundig mit schwachen Daten rechnen. Wir schauen uns das Setup jetzt mal an. Zunächst mal Aussagen von FED-Mitgliedern wie Goldsby, der natürlich sehr stark am dovischen Ende unterwegs ist, aber der sagt, ja, also die Daten rechtfertigen viele Zinssenkungen, es gebe zunehmend Warnsignale, vor allem am Arbeitsmarkt, so Goldsby. Dann die großartige Miss Daly sagt, ja, also wir sehen schon, dass da sich was verschlechtert, aber es ist noch nicht so wirklich schlecht, also macht euch mal keine Sorgen. Der eine hat also Sorgen, die andere sagt, ja, ist doch alles Sutsche, läuft doch wunderbar. Jetzt kommen aber immer mehr bekannte Player in den USA, die sagen, die Fed ist zu spät, ihr solltet viel schneller agieren, die Reaktion kam zu spät, ihr habt zu spät die Zinsen angehoben, als die Inflation nach oben ging, jetzt senkt ihr die Zinsen zu spät. Schauen wir uns mal die Erwartung an für September, 32,7 Basispunkte, man rechnet also mit, naja, so zwischen 1 und 2 Schritten, respektive 0,25 und 0,5. Für den November sind es dann schon fast schon 70. Also da ist man praktisch immer mehr in Richtung größere Zinssenkungen, für Dezember über 100. Also bis dahin erwartet man über 1% geringere Zinsen. Ist das realistisch? Das ist die Frage. Hier sehen wir nochmal bis Ende 2025 sogar 2,4% der Senkung der Zinsen auf dann nur noch, was haben wir dann, 3,5 bis 3,25% im März 2025 schon. Also man ist sich ziemlich sicher, dass die Zinsen konstant nach unten gehen, und dementsprechend scheinen sich die Anleger zu positionieren. Wir sehen Dollar-Yen jetzt fast schon wieder auf dem absoluten Panikniveau, das wir gesehen hatten Anfang August mit Explosion einiger Carry Trades, und das zeigt, dass man da nicht allzu optimistisch zu sein scheint, zumal gestern ja die JOLTS, wir hatten vorgestern die JOLTS, gestern ADP war schwach, wir haben Challenger Jobs Report sehr, sehr schwach, und dennoch die Konsenserwartung 160.000 neue Stellen, zuletzt hatten wir ja 114.000, und man erwartet, dass die Arbeitslosenquote von 4,3 auf 4,2% sinken wird. Und wir haben natürlich schon jetzt so einen Mix, der auf eine klare Rezession hindeutet, die Zinskurve entinvertiert, wir haben einen Bullsteepener bei der sogenannten Zinskurve, Unemployment Spikes, und dann wird die Fed die Zinsen senken, dann kommt die Rezession. Diesmal wird es nicht anders sein. Es gab ja zuletzt immer Versuche, die Zinskurve schön zu reden. Hier sehen wir mal die Schätzungen. Es ist die Medianschätzung 165.000, die höchste Schätzung 208.000 Stellen, die niedrigste 100.000 Stellen. Also das Ganze variiert, und natürlich wäre eine gute Zahl, eine hohe Zahl, gut für den Dollar und würde diese ganze Geschichte so ein bisschen drehen, aber eben auch für die Aktienmärkte, das ist die Frage. Hier sehen wir nochmal diese Downward Revisions, die Märkte sagen sich ja, gut, was kümmern uns diese Abwärtsrevisionen, die ja regelmäßig erfolgen, geschweige denn die Tatsache, dass gut 800.000 Jobs gar nicht da waren. Wenn man die Downward, also die Abwärtsrevisionen noch mit dazu zählt, dann sind 1,2 Millionen Jobs überhaupt nicht der Fall gewesen. Und jetzt ist die Sache natürlich die,
dass wir klar sehen, es gibt einen Trend zu dieser Abwärtsrevision. Und die Sache ist die, jetzt dürfte ja die Biden-Harris-Regierung durchaus ein Interesse daran haben, dass die Zahlen jetzt nicht so ganz grottig ausfallen, weil wenn du miese Daten hast, kurz vor der Wahl, das ist nicht so schick. Die Leute entscheiden nämlich auch natürlich mit der Brieftasche, sagen sich schlechte Wirtschaft, schlechte Regierung und andersrum. Dementsprechend könnte man ein Interesse daran haben, die Daten wieder mal durch das Burst-Death-Model ein bisschen, wie soll man sagen, eine alternative Realität zu zeigen. Und so könnte es dann eben laufen, dass man heute bessere Arbeitsmarktdaten bekommt, die dann aber wieder nach unten revidiert werden später und das ganze Theater sich wiederholt, das wir in den letzten Monaten gesehen hatten. Wir haben ja aber super oder relativ gute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und warum ist das so? Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei der Rezession 90-91 in den USA stark gestiegen sind. Und auch 2001, aber 2008, 2009, also vor der Finanzkrise, da ist kaum etwas passiert. Also es ist schwer einzuordnen, diese Differenz zwischen den Daten, so oder so. Diese Grafik, die hängt Ihnen wahrscheinlich schon zum Halse raus. Wenn die Zinsen sinken, aber eine Rezession kommt, hilft das den Aktienmärkten nicht. Jetzt sagt hier die Financial Times, also nach unseren Schätzungen, wird es so sein, dass wenn eine Rezession kommt, dann würde das Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, von 21 auf 16 fallen, was bedeuten würde, dass wir dann auch die Earnings-Estimates etwa bei 10% niedriger hätten, was bedeuten würde, dass der S&P 500 auf 3.800 Punkte fallen würde. Jetzt sind wir fast bei 5.500. Wir haben heute Morgen, zumindest jetzt mal auf Future-Basis, die 5.480er-Unterstützung erstmal gebrochen. Und eins darf man ja nicht vergessen, wenn die Fed jetzt am 18. beginnt, die Zinsen zu senken, das dauert, bis das in der Wirtschaft ankommt. Das hat einen Verzögerungseffekt, da wird nicht sofort die Sonne scheinen. Und dementsprechend stellt sich die Frage, ob einer meiner allerbesten Freunde, Tom Lee, der Dauerbulle, recht hat, wenn er sagt, naja, Small Caps könnten in den nächsten Wochen 40% zulegen. Hier sehen wir mal den Russell 2000. Aber hier, wie ein Twitter-Kommentar sagt, ja, also diese Nebenwerte, die würden richtig unter Druck kommen, denn die haben einen schwachen Balance Sheet, also die haben eine schwache Bilanz. Und wenn dann die Wirtschaft sich abschwächt, dann werden Anleger dieses Risiko meiden. Was dann gesucht werden dürfte, sind Large Cap Defensive Value. Also sowas wie, was weiß ich, Zahnpastafirmen, nee, Colgate oder irgendwie sowas. Also Sachen, die stinklangweilig sind, aber eben auch wenig Risiko bieten, weil Zahnpasta müsste halt gekauft werden, nicht wahr? Das ist das Ding und jetzt ist auf jeden Fall die Lage so, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wer auch immer jetzt die Wahl gewinnt am 5. November, ob Harris oder Trump, man eine sehr schwierige Lage erben wird in gewisser Weise. Man steht vor einer Rezession, da zeigt die Zinskurve in diese Richtung, der Anstieg der Unemployment Rate, die Verbraucherstimmung, alles ziemlich miserabel. Wir sehen zum Beispiel die Gasoline Futures, also Benzin Futures in den USA, jetzt auf dem tiefsten Stand seit im März 2021, mit anderen Worten, man erwartet schwache Nachfrage, weil eben die Wirtschaft nicht so gut läuft. Jetzt auftritt Kamala Harris, die sagt, wir werden jetzt vielleicht die Corporate Tax Rate nur auf 28% anheben, derzeit 21%. Biden hatte ja vorgeschlagen über 30%, ich glaube 33, irgendwas, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall würde sie praktisch die Corporate Taxes, die Unternehmenssteuern, deutlich anheben. Sedanl dagegen sagt, naja, also für die Firmen, die in den USA produzieren, da würde ich vorschlagen, wir senken die mal auf 15%, also 6% Senkung. Jetzt haben wir in den letzten 5 Wochen mal alleine ein Defizit von 350 Milliarden Dollar gesehen, 3,5 Billionen neue Schulden kommen pro Jahr hinzu und das, wenn die Wirtschaft sich abschwächt, dann werden sich manche Investoren fragen, bin ich bereit, dafür dieses Risiko in Kauf zu nehmen für US-Staatsanleihen? Mark Cuban, der den Demokraten zuneigt, Dallas Mavericks, viele kennen ihn vielleicht, ehemaliger Tech-Unternehmer, der sagt, wenn also diese unrealisierten Tax
Unrealized Gains, Taxes für Unrealized Gains, also für unrealisierte Gewinne, Besteuerung unrealisierter Gewinne, so würde es heißen. Dann sagt er, dann würde das den Aktienmarkt crashen. Genau das ist der Fall, da Cuban den Demokraten zuneigte, sagt er, ja, aber sonst hat die Harris eigentlich ganz gute Ideen, vor allem wenn sie sie privat äußert. Das ist natürlich interessant, gell, die Frau ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, schwammig in ihren Aussagen. Aber wenn all das der Fall ist, was wir jetzt zeigen, also die Wirtschaft wirklich schwächer wird und dann die Situation sich ein bisschen zuspitzt, weil die Konsumenten nicht mehr können, dann sehen wir hier eine Marktkapitalisierung bei US-Aktien von 64%, also der Welt, fast zwei Drittel ist der USA, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, die haben tolle Konzerne wie Microsoft, Google, Apple und wie sie alle heißen, aber man sieht ja auch, dass der Druck da ist seitens der Regierenden, langsam diese Monopole ein bisschen aufzuspalten. So wie jetzt bei Google sagen manche, naja gut, lass doch Google aufspalten. Das haben wir bei Exxon gesehen. Dann werden die einzelnen Teile sogar wertvoller in der Summe. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, weil zum Beispiel würde man Google aufspalten in Google und oder Google einerseits Suchmaschine, andererseits YouTube. Dann wäre eben YouTube auch eine Suchmaschine, würde sozusagen in Konkurrenz zu Google treten. Also so einfach dürfte die Geschichte hier nicht laufen. Jedenfalls sehen wir Druck auf diese Monopolstellung eben der großen US-Konzerne. Dagegen die chinesischen Tech-Aktien, die an der Nasdaq notiert sind, Alibaba, wie sie alle heißen, die sind jetzt so günstig wie noch nie zum Nasdaq 100 in Relation. Schauen wir uns nochmal den September an, der ist natürlich auch schwierig, wir haben jetzt einen ziemlich schwachen Start gehabt, wir hatten jetzt dreimal hintereinander den S&P 500 im Minus, gestern nicht deutlich, aber eben auch nicht im Plus, das hat es zuletzt seit April nicht mehr gegeben. Normalerweise der September einfach ein schwieriger Monat. Erstens, weil in Wahljahren vor allem, weil jetzt eben diese Wahlunsicherheit reinkommt, weil wir auch ökonomisch die Unsicherheit haben, wo stehen wir eigentlich, weil wir sehr hohe Bewertungen haben und weil die Berichtssaison schon einige Enttäuschungen bereitgehalten hat. Da haben wir auch gute Zahlen, aber eben auch Enttäuschungen. Und gestern zum Beispiel hat Broadcom eigentlich gute Zahlen geliefert, aber die Aktie dennoch sehr deutlich im Minus, weil man eben mit dem Ausblick so ein bisschen enttäuscht hat. Hier heißt es, Non-AI-Sales hätten sozusagen hier belastet. Also es scheint die KI-Betrunkenheit nicht mehr zu reichen, um die ökonomischen Realitäten letztendlich zu verdrängen, könnte man sagen. Jensen Huang übrigens verkauft jetzt wieder ganz frisch und frei weitere Aktien. Das ist im Vorhinein festgelegt. Also ist jetzt nicht so, dass das ein Signal wäre, aber auf jeden Fall der verkauft, warum soll ich dann kaufen? Da stellen sich manche die Frage. Kommen wir nach Germania. Hier sehen wir wieder mal großartige Daten im produzierenden Gewerbe. Minus 2,4% heute Morgen statt erwartet minus 0,5% zum Vorjahr. Minus 5,3% und wir sehen im Grunde seit 2020 geht es bergab. Wir sind niemals aus Corona rausgekommen. Vor allem die Autoindustrie sehr, sehr schwach mit minus 8,1%. Allerdings war die im Vormonat besser gewesen mit, glaube ich, plus 7 irgendwas. Also muss man in Relation sehen. Aber wie kaputt Deutschland inzwischen ist, sehen wir daran, dass der beste Kontraindikator aller Zeiten, Marcello Fracciarino, aller meiner allerengsten Freunde, der jetzt gesagt hat, also die Bundesregierung soll sich unbedingt da aus dieser ganzen Volkswagen-Geschichte raushalten. Die Unternehmen sollen selber entscheiden. Also wenn der Marcello was Richtiges sagt, dann stimmt etwas nicht mehr hier in diesem Lande, meine Damen und Herren, darauf möchte ich mal verweisen. Das hat mich sehr, sehr stutzig gemacht. Was ist da los? Sigmar Gabriel sagt, wir Deutschen neigen ja zum Selbstzweifel, ist nichts Neues, aber seit einiger Zeit zweifeln unsere Freunde und Nachbarn in Übersee erstmals an uns und unseren traditionellen Stärken und Fähigkeiten. Das ist neu und das sollte uns mit Sorge erfüllen. Ups, mag vielleicht daran liegen, dass die Differenz zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung immer größer wird. Das ist, glaube ich,
ich, ein Problem, und diese veröffentlichte Meinung, die will letztendlich so ein bisschen natürlich das Mindset auch der derzeitigen Regierung weitergeben. Milei hatte gesagt, der Sozialismus ist keine Ideologie der Armen und Unterdrückten, im Gegenteil, wenn die Armen nämlich aus der Armut rauskommen, dann würde dem Sozialismus das Klientel fehlen. Das ist genau der Punkt. Wir versuchen ja mit einer solchen Umverteilungspolitik irgendwie die Dinge hinzukriegen. Milei übrigens nochmal, der ja ganz schlecht hier wegkommt in den deutschen Medien, Marktfaschist, da hieß es bei der Zeit und solche Geschichten, der eben dieses Sozialismus-Experiment jetzt beendet hat, vor dem wir offenkundig stehen, oder dieses planwirtschaftliche, diese zunehmenden planwirtschaftlichen Elemente, sagen wir mal so, die hier in Deutschland der Fall sind. Schauen wir uns an, was Milei in Argentinien geschafft hat, seit Januar Haushaltsüberschuss, Zentralbank saniert, Fremdwährungsreserven aufgebaut, Importeure bezahlt, Geldmenge in Peso fixiert, die kann nicht mehr steigen, die Inflation von 25,5 auf 4% im Monat geschrumpft, erste Woche seit 30 Jahren ohne eine Inflation bei Lebensmitteln, Renten real 5% höher und so weiter, Verfall des Peso gestoppt, Deregulierungen, Aufhebung der Preisregulierung, was dazu führt, dass die Mieten gefallen sind, dass mehr Angebot am Wohnungsmarkt jetzt wieder da ist, also es ist genau das Gegenteil dessen, was hier propagiert wird, und das scheint Erfolg zu haben. Wenn Milei erfolgreich ist in Argentinien, dann bekommen manche Herrschaften aus dem Zentralkomitee Planwirtschaft wahrscheinlich Erklärungsprobleme. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nochmal ein Blick auf diese Arbeitsmarktdaten heute 14:30. Was ist da zu erwarten? Gerne teilen. Und die zweite Empfehlung, ein kontroverser Artikel. Ich teile die Meinung dieses Artikels überhaupt nicht. Tschüss VW, China macht Platz für die Zukunft, weil die praktisch immer mehr Elektroautos bauen und kaufen. Das sei der Weg, so ein Autor von uns in diesem Artikel, dem ich nicht zustimme, aber ich will es bringen, weil die Vielfalt von Meinungen letztlich Erkenntnis fördert, und mich würde Ihre Meinung zu diesem Artikel interessieren. Also diese beiden Empfehlungen, 14:30 reinschauen bei Finanzmarktwelt wegen den Arbeitsmarktdaten. Ich sage Servus, ciao.